So, hallo und herzlich willkommen zu Cult of the Lamb oder auf Deutsch Kult des Lamms. Heute opfern wir ein paar Lebewesen, denn wir gründen einen Kult. Das klingt doch schon mal gut. Ich habe das Spiel schon so ein bisschen im Blick gehabt. Der Artstyle ist ultra insane, der ist richtig cool. Ich habe einen Key von den Entwicklern bekommen, deswegen kann ich jetzt schon spielen. Aber das Spiel erscheint erst am 11. August. Und die Entwickler beschreiben das Spiel in der Mail, wo sie mir den Key geschickt haben, als ein zugänglicheres Roguelike, welches noch so einen Basenbau mit reinmischt. Im Artstyle, der inspiriert ist durch Gravity Falls und Over the Garden Wall. Und Horrorfilmen. Natürlich. Das ist ja, was man so miteinander... Ja, okay, Gravity Falls hat ja auch Horrorelemente gehabt eigentlich, das stimmt schon. Und einen sehr guten Soundtrack steht da. Ich weiß nicht, ob er sehr gut ist, aber das, was wir bisher hören, ist doch schon mal nice. Ich drücke eine Taste und dann kommt eine sickere Animation. Da sehen wir unser kleines Lamm. Das sind wir. Das werden wir spielen. Wir werden einen Kult gründen. Oh. Ich hoffe, ich darf meine Anhänger benennen und sowas. Dann nenne ich die einfach nach ganz vielen YouTubern und sowas. Und wenn ihr da irgendwelche Wunsch-YouTuber habt oder so, die ich da benennen soll, könnt ihr es auch in die Kommentare ballern. Freedom Squad natürlich. Aber mal gucken, wen wir da sonst noch dann als unsere Anhänger aufnehmen. Ich spiele noch eine Preview-Version, aber ich behalte am 11. meinen Spielstand und kann da einfach weiterspielen. Also eigentlich sollte euch gar nichts auffallen. Es hieß, dass irgendwie so ein paar Sachen eventuell noch nicht verfügbar sind in der Preview-Version, aber spätestens am 11. sehen wir alles. Und ja, ich würde sagen, spielen wir. Legen wir los. Neuer Spielstand. Man kann, glaube ich, einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht. Und verheißener Befreier von jenem, der wartet. Nimm dich in Acht, Opferlamm, denn die Krone kann nur auf einem Kopfe sitzen. Oh, wie geil das ist, dass es auf Deutsch ist, ne? Wenn es jetzt alles auf Englisch wäre, würde ich mich schon wieder schwer tun direkt. Nicht, weil ich nicht Englisch kann, aber Englisch vorlesen ist immer schwerer als zu sprechen. Hallo? Nein. Ich dachte, ich opfer die Leute und nicht, dass ich geopfert werde. Hallo? Oh, okay. Ja, ich gehe ja schon. Guck mal, wie süß das Spiel ist. Da liegen Skelette voller Blut. Oh, ist das nicht süß? Aber der Arzt ist richtig cool. Das ist so ein bisschen Binding of Isaac mäßig, so könnt ihr es euch vorstellen. Und das sind so da oben die vier Hauptbösewichte? Ja. Achso, ich kann noch weiterlaufen, ja. Niederknien, um geopfert zu werden. Oh nein, guck mal, wie traurig ich bin. Ich will nicht geopfert werden. Ach, na gut. Wo sehen wir die Letzte in seiner Art? Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Götze, der dort undenkend liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Okay. Hallo? Nein! Hallo? Du siehst so süß aus. Wir sind ein süßes Lamm. Auch wenn wir noch traurig sind. Hallo? Bin ich tot? Bin ich im Leben danach? Wer ist da angekettet? Er ist auf jeden Fall nicht glücklich, dass er angekettet ist. Und er hat zwei sehr coole Katzendiener. Er hat auch drei Augen. Jeder, der wartet. Fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist ein Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Unbedingt. Das klingt doch wunderbar. Ich wollte schon immer mal einen Kult gründen. Da ist die Krone der Macht. Ja. Das ist so cool. Einfach ein Lamm, was einen Kult leitet. Ah, die Krone ist auch das Schwert von mir, okay. Hey, na? X angreifen, B Ausweichrolle. Ja. Zack, zack. Ja, ich verwandle die halt instant in Knochen. Pam. Musik geht auch ab. Das ist cool. Hallo. Nein, weg mit dir.
Wer wollte mich opfern, hä? Vermeide es, Schaden zu nehmen. Okay. Ich vermeide es einfach, irgendwas stehen zu lassen. So, dann gehen wir hier rüber. Da kommen wir, sehen wir sogar so eine Map. Gerade noch ein recht linearer Weg, aber wir sind ja auch noch so im Prolog, würde ich sagen. Wir kriegen ja bestimmt dann noch unser Dorf jetzt und sowas. Oh, Rattau. Fürchte dich nicht, ich bin Rattau. Ich war einst ein auserwähltes Gefäß wie du. Aber die Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Ach, das sieht auch so cool aus. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald. Der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Vielleicht spreche ich dir ein bisschen zu freundlich, aber wer weiß. Ich klang sehr rau. Ich habe doch keine so raue Stimme. Kann ich doch gar nicht. Oh, Gegner. Pending. Oh, okay, die leuchten, bevor sie angreifen. Got it. Oh, es spielt sich gut. Richtig snappy, die Controls. Wenn ihr wisst, was ich meine. Inventar öffnen? Ja. Nein, das war die Pause-Taste. Hier, Inventar. Münze, eine Währung, die für alles Mögliche verwendet wird. Da bin ich. Guck mal, wie viele Slots ich habe. Was zur Hölle? Kronenfähigkeiten kriege ich hier 4 Stück. Und da habe ich auch ganz viel. Kein Fluch ausgerüstet. Tarotkarten, okay, ja, ganz viel. Und da sind meine Anhänger. Cool. Gefällt mir, das Inventar. Wir haben eine Münze. Der Weg zum Reichtum ist geebnet. Ich würde sehr gerne das Spiel auf YouTube durchspielen. Ich weiß nur nicht, wie viel Roguelike es ist und so weiter. Wie schwer das Ganze wird. Aber ich gebe mein Bestes und hey, ich habe im Notfall die Macht zu schneiden und offscreen zu spielen. Also ich zeige euch alles natürlich, keine Sorge. Wir spielen dann so, dass wir alles gesehen haben, auf jeden Fall. Vielleicht muss ich nur zwischen den Folgen mal so ein bisschen Basenbau machen oder sowas. Je nachdem, wie wichtig das ist. Ich weiß ja auch noch nicht genau, was mich hier erwartet. Das ist ja das Schöne. Eine Münze, ja. Ich habe schon 3 Münzen. Okay, gehen wir aber direkt weiter. Pushen wir hier durch. Das ist schon richtig cool mit der Artstyle, wie es aufgebaut ist. Zack. Zack. Eine Kiste. Nochmal eine Münze. Ja. Weiß nicht, ob eine Münze so viel ist. Ich hoffe, irgendwann kriegen wir mehr als eine Münze. Oh, 3 Münzen. Mein Wunsch wurde instant erhört. So, was ist da, das Männchen? Ein Hirsch! Wir sind fast in Sicherheit, aber schau da vorne. Eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, als deinem neuen Kult beizutreten. Oh, ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens, wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? Ja, ich weiß nicht, ob der Boden so heilig ist hier. Aber ich unterbreche das Ritual, um die Frage zu beantworten. Ich, das, aua, getroffene Schaf. Lamm. Oh, ich habe sogar mehrere Wellen. Okay, also bin ich bei den Routen immer auf das Feld gehen, wo ein Männchen ist, um mir kleine Anhänger zu holen. Aber wie cool der ist. Oh, der ist ein bisschen verängstigt. Keine Sorge, Bro, ich bin hier, um dich zu, Anführungsstrichen, retten. Tret meinem Kult bei, ja. Anhänger wartet auf dich. Wartet auf Indoktrination. Okay. Ich hab den einfach in den Boden gelutscht. Wo ist der hin? Fragezeichen. Was ist das? Wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierungen am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Du wirst zu einem verwallenden Tempel transportiert. Dort wirst du deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Zum Kult zurückkehren. Aber wie cool der Ort hier auch aussieht. Boah. Das ist richtig der coole Stil. Ich werde das ganze Spiel angloben, aber ist mir egal. Alle Ungläubigen geläutert. 34 Kills, 3 Minuten 55. Cool, krieg sogar Stats, wie gut und schlecht ich bin. Da sind wir. Hallo. Wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Keine Sorge, du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit im Einstellungsmenü ändern. Für Gelegenheitsspieler, die Spaß und ein zugängliches Spielerlebnis suchen, für durchschnittliche Spieler, die ein ausgewogenes Erlebnis suchen, für erfahrene Spieler, die eine Herausforderung suchen, für Spieler mit einem Todeswunsch. Bei einem Roguelike bin ich halt ziemlich unsicher, muss ich sagen, welchen Schwierigkeitsgrad ich spielen will. Wir fangen mit Mittel an, wenn ich merke, dass ich mich langweile und dass es zu einfach ist, dann können wir auf schwer hochstellen. Du hast neues Gebäude freigeschaltet, Kultisten-Edition aktiviert, okay.
Ich habe auch irgendwie so einen Skin für die Anhänger oder sowas. Sehen wir gleich. Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser armen Seele in die warme Umarmung deines Kults. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befehl diesem da, Holz oder Stein zu sammeln. Hallo. Wie angry wir laufen, wenn wir so rumlaufen. Hallo. Shalamba, geil. Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Oh. Name. Oh, guck mal. Okay, wir haben GP. Erscheinungsbild, Form wählen. Ach, guck mal, ja genau, ich habe hier... Allgemein gibt es so ein paar. Oh mein Gott, wir haben Schwein. Oh mein Gott, haben wir coole Tiere. Was ist Manu? Ich würde Manu eigentlich eine Katze geben, tatsächlich. Oder, nee, Manu ist der Affe. Manu ist der Affe auf jeden Fall. Tut mir leid, dass du ein Hirsch eigentlich bist, aber jetzt bist du ein Affe. Genau, aber ich habe auch so DLC-Skins. Das ist, glaube ich, Pre-Order, so ein Cthulhu-Anhänger. Und scheinbar habe ich auch noch so andere. Da ist der Affe auch dabei. Okay, ja, Manu ist ein Affe. Farbe. Man kann sogar Farben auswählen. Eigentlich so, es sieht aus, als hätte er so eine weiße Maske auf. Aber er sieht gar nicht mehr so affig aus. Vielleicht dann doch der? Das ist der GLP-Affe. Variante wählen. Ach, guck mal, ich kann dir sogar so einen zerhausten Affen-Skin geben und sowas. Nee, ich mag den Standard-Affen tatsächlich. Eigenschaften, was kannst du, Manu? Erhalte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte. Verliere 5 Glauben, wenn ein weiterer Anhänger stirbt. Erzeugt Hingabe 15% länger. Ich weiß nicht, was das alles heißt, aber GLP, willkommen in meinem Kult. Ja! Mein Affenbruder. du willst wissen, was du machen sollst, ne? Bäume fällen oder Steine bauen? Manu ist der Holzgrinder. Das sehe ich. Hier ein bisschen Holz holen. Ja, guck mal, da oben hackt der Holz. Fleißig bist du. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Aber deine Anhänger leben nicht von Gebet allein. Sie müssen essen. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Sammle Holz, sammle Stein. Hacken. Ja. Genau, das hier ist jetzt, glaube ich, so meine Kultstätte. Und hier kann ich auch Sachen bauen, wie zum Beispiel... Schauen wir einfach mal kurz, dass einfach was verlangt wird. Folgen wir einfach dem Tutorial. Guck mal, Manu hat einen Baum gefällt! Jo! Das hat es zwar nicht aufgehoben, aber Manu ist fleißig. Guter Manu. Mir fehlt immer noch ein Stein. Hier, Stein. Zack! 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 Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Animal Crossing. Auch wenn es hier ein bisschen düsterer ist als in Animal Crossing. Genau, jetzt gibt es hier... Gebäude, die man bauen kann für Wirtschaft, Nahrung und allgemein. Ein Kochfeuer. Koche rohe Gegenstände und verwandle sie in Mahlzeiten, die Anhänger essen können. Gebäude kann nur einmal gebaut werden. Glaubengebäude gibt es noch und Dekorationen. Da ist irgendwo ein Ausrufezeichen. Ach, guck mal, durch das DLC können wir hier schon irgendwelche Sachen bauen. Okay. Und hier gibt es noch super viel freizuschalten. Ja, bauen wir aber erstmal unser Kochfeuer. Ach so, das können wir irgendwo hin platzieren. Ja, ich will das eigentlich mittig haben, würde ich spontan sagen. Oder hier so oben beim Ausgang? Boah, ich weiß halt gar nicht, wo ich was hinstellen will, ne? Ich hoffe, ich kann später noch umdekorieren dann alles. Ja, warte mal, dann ich sammle mal hier ein bisschen fertig. So. Jetzt habe ich hier unten ein bisschen Platz. Alles frei auf einmal. Machen wir da das Essen hin. Können wir direkt neben den Anhängern kochen. So. Baue Kochfeuer. Bauen. Oh, kommst du helfen? Warte, wenn Manu helfen will, lasse ich Manu helfen. Oder willst du zu dem Baum? Nee, Manu geht bauen. Ja, fein, Manu. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangen deine Anhänger an zu hungern. Besorge auf deinen Kreuzzügen etwas zu... Auf meinen Kreuzzügen einfach. Etwas zu essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Baue Farmen, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Voll cool. Oh, ich liebe dieses Basenbauzeug jetzt schon. Hier, das will ich kochen. Zweimal. Zwar mit einem Stern nur, aber egal. Ich muss den grünen Bereich treffen. Verstehe. Jetzt müssen wir einen Schrein errichten, aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold.
Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jener, der wartet, wurde von den vier Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an das jenseitige Reich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh! Du wirst dort Gold und willige Anhänger finden und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Okay, wir dürfen jetzt spielen, so gesehen. Aber ich kann auch hier einfach alles Holz abbauen und sowas. Schau dir mal den Baum an, wie lange man da fällt. Wie cool ist das denn? Ich könnte einfach 5 Minuten jetzt auf diesen Baum hacken, damit ich viel Holz kriege. Warum kann ich die Suppe da nicht aufheben? Muss ich in meinem Inventar die Suppe irgendwie aktivieren? Nö. Anhänger GLP. Neues Mitglied. Alter 23. So alt bist du, Manu? Okay, schön zu wissen. Ach komm, wir haben sogar Quests. Ah ja, genau, die wir abgeschlossen haben und sowas. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück, kehre mit mehr Münzen zurück, kehre mit weiteren Anhängern zurück. Ja, das machen wir ja auf jeden Fall heute noch. Ja, aber ich würde auch gerne hier einfach, guck mal, ich kann auch einfach, oh, 10 Jahre da drauf. Okay, wir gehen einfach. Das Essen da am Boden wird, das wird schon passen. Muss so. Was bist du? Anhänger legen hier Ressourcen für dich. Ah, cool. Danke, Bros. Dann gehen wir mal in diesen wunderschön gemütlichen Wald. Genau, das sind die 4 Bischöfe, 4 Türen, ergibt Sinn. Wir fangen scheinbar mit der grünen Tür an. Okay, was ist das? Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Hier wollte der Tod nicht länger warten. Okay. Und da ist dann wahrscheinlich so der Endboss, wenn man es durchspielen kann. Denke ich mal. Düsterholz, Tür öffnen. Ein Anhänger benötigt. 7 Anhänger? Seidenwege gesperrt. Okay, das war dieser Spinnenanhänger. Ja, den habe ich erkannt. Ich muss ihn noch ein bisschen genauer sehen, diese Bosse, damit ich denen noch besser Stimmen zuteilen kann. Einer ist so ein Wasserviech. Oh, den kann ich mit dieser Stimme reden. Oh, das wird cool. Da freue ich mich drauf. Aber erstmal Düsterholz. Normaler Dude. Okay. Hallo, Manu. Danke, dass du deine Energie mit reinopferst. Ich hoffe, du wirst dadurch nicht älter oder sowas. Stell dir mal vor, wir müssen GLP irgendwann opfern. Ich weiß nicht, was man mit Anhängern macht in einem Kult, aber ich glaube, man bringt die um. Spinni. Okay, die rennt nur weg von mir. Düsterholz, geh mal rein. Zack, erster Run wird gestartet. Let's go. 3 Herzen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden hat man, glaube ich, weniger Herzen. Düsterholz. Klinge des Kreuzfahrers. Ein treuer Begleiter des wandernden Kriegers. Eine gut ausbalancierte Klinge, die moderaten Schaden verursacht. Ja, es gibt verschiedene Waffen und alle möglichen Sachen an Gadgets. Aber ich weiß ja auch noch nicht genau, was uns erwartet. Deswegen prügeln wir uns einfach durch. Wir können scheinbar auch Gras sammeln. Wir können scheinbar alles irgendwie sammeln, so ein bisschen. Das ist cool. Was steht hier? Du betrittst die Länder des Bischofs Leshy. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Leshy, okay. Ist einfach so ein Baumgott, scheinbar. Ja, sieht hier auch sehr baumig aus. Okay. Muss nur ein bisschen mehr mit Dodgen zurechtkommen. Und meine Schläge unterbrechen die auch manchmal? Ja, muss ich auf jeden Fall üben. Ja, guck mal, wir haben sogar oben rechts so eine Minimap. Das kennen wir ja in Videospielen. Genau, wir sind jetzt in so einem zufallsgenerierten Gebiet. Müssen uns hier durchkämpfen. Hallo? Du bist Leshy. Das sieht auch aus wie so ein Baum mit einer Krone. Ach, bestimmt bekomme ich dem seine Krone. Wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deiner Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone, seine Macht, könnte es sein. Aber ich bin noch immer stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Ja. Machst mir keine Angst, Bro. Wir haben hier gar nicht diese Karte von dem Intro. Ich dachte, wir können jetzt so aussuchen, welche Wege wir gehen und sowas. Aber scheinbar haben wir einfach nur diese Minimap und orientieren uns daran. Ja, die sind ja noch chillig, die Gegner. Wir sind ja auch im ersten Gebiet und so, ne? Würde mich ja wundern, wenn ich hier fertig gemacht werde. Prügeln hier einfach richtig speedy durch. So. Schön. Ich krieg sogar Stein und alles. Aber will ich jetzt in jedem Level alles zerprügeln, damit ich Stein und Gras und sowas sammle? Ich weiß es halt noch nicht.
Ich kann ich auch später anfangen, ehrlich gesagt. Also ob ich jetzt ein, zwei Runs weniger sammle oder nicht, ist ja egal. Erhalten Kranz. Einfach dekorativer Holzkranz. Wie ich da schwebe mit dem Buch. Oh, 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 ich habe ein mächtiges Rezept gelernt. Einen schönen Holzkranz. Ah, der wird auch freigeschaltet. Ja, dekorativ. Und rein da ins Buch. Süß. Und das ist ein Eichhörnchen. Oh, komm her, ja. Oh, Häppchen. Guck mal, das ist vielleicht für meine Anhänger. Die Tür sieht sehr böse aus. Wir gehen erstmal den anderen Weg. Hier lang nämlich. Genau. Ah, guck mal. Hat sich ja gelohnt. Was bist du denn? Oh, bist du cool. Sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Schatten von einem Krokodil, aber auch nicht. Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißer Befreier von jenem, der wartet. So habe es mir die Karten einst gesagt, vor vielen Lebzeiten. Oder wird das noch geschehen? Ich habe deine Karten gezogen, Lamm, und doch ist dies die erste. Nimm diese Karten und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie dir Macht. Was für eine Macht? Nun, das ist zugleich bekannt und unergründlich. Die Karten, sie werden es entscheiden. Die Liebenden und wahre Sicht. Ein Herz geboten, ein Schwur abgelegt. Ein blaues Herz? Oder 10% Chance, einen kritischen Treffer auszuteilen. Schwäche verlangt nach Ausnutzung. Ja, komm, Kritz. Gegen die Ziehung kommst du nicht an. Genauso gut könntest du es dich mit dem Ozean anlegen. Okay, was ist hier? Ach, hier sehen wir, welche Karten es gibt. Genau, das ist so ein, bestimmt so ein Seelenherz wie bei Isaac. Was weggehen kann, aber man kann es nicht mehr auffüllen. Die roten Herzen kann man bestimmt auffüllen, wenn Gegner wieder Heilung droppen. Karte wird aufgedeckt. Wir haben hier schon einige Karten aufgedeckt. Okay. Ja, aber ich warte, bis ich sie sehe. Ich will das ja, keine Ahnung, auch dann mitnehmen können, wenn ich sehe. Nicht auf irgendwas hoffen. Erst später, wenn ich dann wieder alles auswendig kenne. Als würde ich in irgendein Spiel reingrinden. So. Hallo. Ach, guck mal, jetzt dürfen wir aussuchen. Wollen wir Stein? Oder wollen wir essen? Essen ist erstmal wichtig. Ich will erstmal, dass meine Anhänger satt sind. Achso, ich muss die mit A sammeln. Okay. Das Ding da links neben mir sieht lustig aus. Was auch immer das ist. Es wirkt auch so, als würde hier mehr Gras droppen. Ich nehme einfach mal alles mit. So, dankeschön. Zurückgehen geht nicht. Okay, dann gehen wir da hoch. Wo scheinbar ein Boss auf uns schon wartet. Nee, achso, wir sind jetzt einfach im nächsten Gebiet. Ah, so funktioniert die Karte. Okay. Man kriegt aber echt so ein ganzes kleines Stückchen zum Erkunden jedes Mal, wenn man es macht. Oh, ich habe Schaden bekommen. Wie ist das möglich? Ihr Ketzer! Ihr könnt hier den Gott eines Kultes angreifen. Bin ich eigentlich ein Gott eines Kultes? Nee, ich leite nur einen Kult. Wir wollen ja den einen, jener, der wartet, der nicht da ist. Der eine, der zu spät kam, den wollen wir ja befreien. Also eigentlich sind wir nur ein Kultanführer. Nicht das, was vergöttert wird. Fleisch! Ja! Es sieht so süß aus, ich muss es umbringen. Sag mir, Lamm, glaubst du, dass das Schicksal unveränderlich ist? Karte ziehen. Die Karte wird aufgedeckt, bei einem Treffer wird allem auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Krankes Herz. Boah, Karte aufdecken brauche ich halt noch nicht. Alles ist, wie es sein sollte, wie es immer war, wie es immer sein wird. Danke. Hier roll ich ja. Okay, kurz Steuerung vergessen. Normal. Oh, da war ein Crit, habt ihr es gehört? Das hat so kching gemacht. Okay, cool, dass Crits eigene Sounds machen. Wir brauchen mehr Anhänger. Hallo? Siehst, wir finden hier neue Anhänger. Bist du ein Anhänger? Ah, Leshy, nehme ich an, kommt wieder, ja. Bis hierher und nicht weiter, kleines Lamm. Meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du dasselbe von deinen behaupten? Amdusias. Ich opfere mich der Sache, um mächtiger Anführer. Beim Blute der Großen zerstöre die rote Krone. Okay, sein Gesicht zerfließt ein bisschen. Und er hat sich in so einen hässlichen Fisch verwandelt. Also weiß ich nicht, was das ist. Oh, wir können chargen. Okay, aber nicht sehr weit. Okay, du hast doch echt wenig Leben, Bro. Aber du kannst schießen. Oh, sich jetzt erst. Ist echt wie Isaac. Zack. Jo, bist du cool. Ich hab dich befreit mit Gewalt. Konvertieren. Oben ist sogar eine Statue von Leshy. Hallo. Keine Sorge, Kleiner.
Bitte verschone mich. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Okay. Eingetütet. Anhänger wartet auf dich. Ja, genau. Anhänger wartet. 13 Holz, 6 Stein oder wählen Anhängerform. Ich weiß nicht, was das ist, also nehme ich's. Neue Tierformen, die deine Anhänger annehmen können. Düsterholz. Ein Hase. Okay. Und dann kriegen wir noch eine Kiste für Boss besiegt. Okay, der war sehr easy. Also vielleicht müssen wir echt hochstellen. Ach, und ich hab... Ich verstehe, dieses verfaulte Herz habe ich da oben links. Sieht halt auch aus wie bei Isaac, ne? Das schwarze Herz, was Schaden macht, aber... Ja, kann ja sein. Zum Kult zurückkehren. Wenn ich jetzt zurückkehre, ist dann vorbei? Gesperrt. Ach so, ich komme hier gar nicht durch. Verstehe. Na dann? Gehen wir erstmal nach Hause. Sind wir fertig für heute. Ketzer besiegt. Alle Ungläubigen geläutert. Selbst den Boss zerstört und einen neuen Anhänger bekommen. Ich glaube, wir finden auch welche. Brauche ja echt eine große Base mit vielen Anhängern. Muss ich echt mal gucken. Von wegen Namen und allem, ne? Naja, wir haben ja Platz. Bin erleichtert zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist. Und zudem bist du nicht allein. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unserer gläubigen Herde anzuschließen. Lass uns diesen neuen Bekehrten indoktrinieren, damit wir weitermachen können. Hallo. Irgendwie will ich, dass du aus so bleibst, wie du bist, weil du ein Boss warst. Bitte verschone mich. Du bist Buschel. Ich weiß, ich wollte Freedom Squad Leute und so, aber kann ja noch kommen. Wir müssen noch Buschel behalten. Wie war das so nett zu uns? Wir haben noch alle Zeit der Welt. Wir kriegen noch viele Anhänger. Ich kann ihm sogar eine coole Farbe geben. Oh, wir können alle unsere Anhänger lila machen oder so. Ich finde den eigentlich als grünen Busch, muss ich sagen, am besten. So Standard. Ah, cool, dass es da so viel Auswahl gibt. Was kannst du? Geborener Skeptiker. Ich mag das Smiley. Verliere mit deiner Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Cool. Sind 15% leichter, die Stufe zu erhöhen. 15% schnellere Hingabe. Annehmen. Ich weiß nicht, was Glaube ist, aber ich habe jetzt 10 Glaube verloren. Hallo. Buschel, bau Steine ab. Obwohl, du bist eigentlich so ein Holztyp. Bau Holz ab. Jetzt wird Buschel Steine abbauen. In welcher Welt leben wir denn? Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Ja, die bieten mich echt an. Ich bin ihr Gott. Okay, cool. Betende Anhänger erzeugen Hingabe, die du sammeln kannst. Aber um Hingabe zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Oh, einen Schrein. Ja, mal zu erwarten. Aber Leute, ich würde sagen, wir bauen beim nächsten Mal einen Schrein. Ja, ziemlich kurz die erste Folge. Ich denke, die späteren Folgen werden länger und alles. Aber so für eine Einleitung, zu verstehen, was abgeht und so. Einfach hier dabei sein. Was ist eigentlich Manu? Den Baum da unten ist auf jeden Fall nicht gefällt. Da hinten hackt Manu. Hallo. Eigentlich bist du GLP. Vielleicht nenne ich später noch einen anderen Manu, wenn wir dich geopfert haben oder so. Gut, dass du mich nicht hörst. Dann war's das mit der ersten Folge zu Cult of the Lamb. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kommt jetzt täglich. Und ich freue mich. Wirkt bisher sehr cool. Die Musik ist ein richtiger Vibe. Ballert alles. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimbelmann.